Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film aus Bennings Drechselstube und heute im zweiten Teil der Schneidebrett-Trilogie zeige ich euch mal, wie ich hier dieses Schneidebrett herstelle. Und wenn du eben wissen willst, wie das hergestellt wird, dann bleib auf jeden Fall dran. So, das ist jetzt einmal das Holz. Da habe ich hier einmal Apfelbaumholz und hier noch Nussbaum. Und das habe ich neulich eigentlich schon mal gehobelt für ein Schneidebrett. Aber da ich dazu noch nicht gekommen bin, das weiterzumachen, benutze ich das eben jetzt für dieses Schneidebrett heute. Und dann werde ich jetzt als nächstes einmal das in Streifen sägen. So, das sind jetzt ja mal die fertig gesägten Hölzer. Und jetzt werde ich die auch schon zusammenleimen. So, jetzt einen Tag später, nachdem ich das zusammen geleimt habe, sieht das Ganze jetzt einmal so aus. Und jetzt werde ich das auch schon einmal schleifen. So, jetzt nach dem Flächenschleifen werde ich die Enden noch einmal eben gerade absägen. Nach dem Absägen der Kanten werde ich jetzt noch einmal einen Radius überall ranfräsen.
So, und jetzt, wo es fertig ist, fertig ist jetzt auch einmal ölen. Das war's dann auch mal mit dem Video für heute und ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!